Wir leben Wrestling. Asuka entkommt Schusswechsel. Asuka bestätigt auf Twitter, dass sie in Las Vegas bei einem Schusswechsel in der Fashion Show Mall zugegen war, bei dem Medienberichten zufolge mindestens 2 Menschen verletzt wurden. Die Wrestlerin konnte sich in ein Geschäft zurückziehen und ist anscheinend nicht verletzt. News Now berichtet, dass es zu einem Streit unter Jugendlichen gekommen sei. Bevor eine Schlägerei beginnen konnte, soll eine Person eine Waffe gezogen und in die Menschenmenge geschossen haben. Die Polizei ermittelt und sucht nach Verdächtigen. Pläne für nächstes Großevent in Saudi-Arabien. Auf Twitter kursieren derzeit Bilder, die nahelegen, dass der Fiend seinen Titel gegen Kane verteidigen wird. Die Werbeanzeigen aus der Region lassen außerdem darauf schließen, dass die nächste Show in Saudi-Arabien wieder unter dem Titel Super Showdown abgehalten wird. WWE schließt neuen TV-Vertrag ab. WWE hat in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass man mit dem britischen Sender Channel 5 zusammenarbeite. Der Free-TV-Sender werde ab Februar einstündige Versionen von Raw und SmackDown zeigen. Erst vor kurzem war WWE im Vereinigten Königreich von Sky Sports zum Pay-TV-Sender BT Sports gewechselt. Rusev äußert sich zu Lana Storyline. In einem Interview mit Real Talker sagte Rusev, dass er kein Problem mit dem physischen Kontakt zwischen Lana und Bobby Lashley hat. Dasselbe gelte für Lana. Für beide sei es eine Frage der Professionalität und nichts anderes als bei Schauspielern in Hollywood-Produktionen. Walter kritisiert Survivor Series Booking. In einem Interview mit Metro.com.uk hat Walter seine Teilnahme am Triple Threat Match bei Survivor Series als Fehler bezeichnet. Das Match sei ihm egal gewesen, da er zu seinem Team und den anderen Teilnehmern keine Verbindung hatte. Er ergänzte, dass der Royal Rumble, in dem jeder für sich selbst kämpfe, ihm mehr liege. Außerdem bekräftigte er nochmals, dass er nicht vorhabe, dauerhaft in die Vereinigten Staaten zu gehen. Besondere Sicherheitsmaßnahmen bei AEW. Dave Meltzer berichtet, dass AEW ungewöhnliche Sicherheitsmaßnahmen ergreift, um die Übertragung der heutigen Episode von Dynamite zu sichern. Demnach transportiere man die Aufzeichnung von Chris Jerichos Schiff mit 2 Master-Tapes auf 2 unterschiedlichen Flugrouten, für den Fall, dass es auf einer Route Probleme geben wird. Alle wichtigen Entwicklungen und Ergebnisse in der Diskussion, das gibt's bei uns auf dem Spotfight Podcast Kanal. Reviews und Wrestling Talks zu Raw, SmackDown, All Elite Wrestling und vieles mehr. Klickt gern mal rüber.